nicht um Briefe. Wieso weiß man? Bericht über die Rebellion. Bonjour, Toka. Die fränkischen Rebellen wüten unter den Truppen der Loyalisten. Mit etwas mehr Silber könnten sie sie vielleicht sogar bezwingen. Ich weiß, dass diese Rebellen Franken sind, aber du verfolgst dieselben Ziele. Wenn du ihnen hilfst, könnten hier diese Ziele schnell erreichen. Yes. Jo. Ist klar. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Fähigkeiten. Ich habe ja wieder 2 Fähigkeitspoint. Ich habe jetzt noch 4. Jetzt noch 2 zu vergeben. Dann bin ich wieder auf Maximum. So, zweitens Questlog. Also, Feuerring. Sich jetzt eine militärische Werkstätte im Norden von Paris für Siegfried Kalapulke. Verborgene Schwäche. Eva sucht nach einer Schmugglerin, die eine Schwachstelle in der Verteidigung von Paris kennen könnte. Eine königliche Fuchsjagd, denn Eva sucht Schalz auf, um ein Abkommen auszuhandeln, ehe die Mauern von Paris belagert und die Bewohner abgeschlachtet werden. Und, wie gesagt, der Widerstand, Kriegsspiele durch das Siegwortfest geht noch 3 Tage zu Hause. Ich würde jetzt aber gerne sagen, ich mache erstmal den Feuerring, genau. Habe ich gerade irgendwie richtig Bock drauf gefühlt. Ja, und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Natürlich komplett hierhin. Sag mal, meine Damen und Herren, was ist denn das überhaupt, ne? Also, ich habe ja eigentlich alle Points eingenommen, also hier Aussichtspunkte. Oh, was sehen denn meine Augen? Hier ist noch einer. Und hier ist einer. Wobei, der ist natürlich gut. Für die zweite Seite, also für die andere Seite so rum. Aber der da hinten? Und hier war ich doch schon 3-mal. Das ist doch hier die Ruine da. Wenn ich mich gerade nicht irre. Ich würde sagen, ich bestelle mir ein Pferdchen. Vielleicht sollte ich Björns Angebot annehmen. Er kann gut mit der Axt umgehen. Und reite da mal hin. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Da und dann straight außen lang. Ich darf hier nicht erwischt werden. Komm ja nicht näher. Ja, bevor ihr was macht, bin ich schon weg oder hab euch gemeuchelt. Klingt schon auch echt überheblich mittlerweile, ne? Moment mal. Ja. Muss ich? Schön hier oben lang. Ich sollte Siegfried beim Glockenturm treffen. Wir müssen nach Standorten für seine Katapulte suchen. Oh, da ist ein Brief wieder. Anweisung des Bischofs, Brüder und Schwestern, das heidnische Heer naht. Wir müssen die Schätze der Kirche retten. Nehmt den Reichtum, versteckt ihn sich in der Krypta unter der Kapelle des Heiligen Marie und stimmt dann ein Gebet an. Vater Gauselin, Bischof von Paris. Hey. Nein. Ich sag ja, ich bin jetzt feiern, um zu looten.
Moneten! Mich erwarten Moneten. Hoffentlich zumindest. Ja, das war ja wieder klar. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Wo ist denn da, Alter? Sagen, das ging gerade sogar besser als ich dachte. Aber beim letzten Mal habe ich das nicht so hingekriegt. So, dann haben wir hier irgendwo. Ja, hör doch mal auf zu looten, junger Mann. Ja. Da so eine Tour. Nehmen. Hier haben wir auch noch was zum Plündern. Ach guck mal, den können wir nicht mitnehmen, oder was? Hallo. Können wir den da rauf machen? Mehr werden kommen, aber vorerst reicht das. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Wieso kommen die jetzt auf einmal? Habe ich das zugemacht, bevor die reingegangen sind, oder was? Oh, komm, ich sag ehrlich, dass ich das nicht. Alter, wie die einen runterhauen, ne? Vielleicht sogar zum zweiten Mal was futtern dürfen. Ernsthaft? Hey! Hey! Boah. Ja, ganz große Scheiße gerade. Das ist doch wohl gerade ein Witz, oder was? Okay. Ich kann mir keine Fehler erlauben.
Die Gegend sollte für eine Weile sicherer sein. Ich wollte den Stein da haben. Okay, das ist jetzt nicht ganz so, wie ich das wollte. Im Sinne von, aber ich habe ein bisschen geräubert. Obwohl, so wirklich einen Schatz habe ich nicht bekommen. So. Eine Blutspur. Siegfried von hier. Ich bin doch gegen dich. Eine Blutspur kam hier entlang, klar. Oh, da. Ah, jetzt habe ich da extra hingeguckt. Ne, aber. Also im Sinne von wegen, dass ich wissen wollte, wo das ist. Und der ist ein Kopf in groß, kürzer. Das wollte ich schon sagen. Siegfried hat sich einen blutigen Weg durch den Turm gebahnt. Jo. Das würde ich mal gerade behaupten. Siegfried hatte richtig mal Lust zu sagen, meine Sense, Schrägstrich Axt oder sonst etwas. Oh Gott, hat der hier aufgeräumt. So, brüderlicher Ratschlag, Ebel. Als Vater verstarb, machte ich es mir zur Aufgabe, dich zu einem guten Mann Gottes heranwachsen zu sehen. Ein mächtiger Mann bist du geworden, ein großer Krieger ohnegleich. Aber deinen mächtigen Arm schützt kein Schild des Glaubens. Ich bete für dich, Bruder. Wenn du das nächste Mal den Drang verspürst, ein Hurenhaus zu besuchen, dann geh stattdessen lieber beichten. Der rechtschaffene Weg führt zum ewigen Sieg. Dein Bruder Gauselin. Jo. Fred hat richtig Bock. Da, die Werkstätte. Ein guter Ort für unsere Katapulte. Ein Heer hölzerner Giganten, das die Mauern einreißen wird. Diese Franken da, was machen die? Ach, die schlachten heute wieder einen der ihren ab. Warum? Wer weiß das schon? Weil einer einen falschen Gott anbetet, mit der falschen Frau schläft, dem falschen König folgt, muss er nach fränkischem Gesetz sterben. Bei den Sachsen ist das sehr ähnlich. Ja, aber die Sachsen sind weniger. Sie sind gespalten und sie kämpfen gegen uns und gegen die Kelten. Die Franken dagegen sind unter einem großen König vereint. Das ist, als würde man den Fenriswolf auf die Welt loslassen. Wir sind Gottes Priester und wir sind gerecht. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn wir tragen das Schwert nicht umsonst. Wer sind diese beiden? Ich habe diesen Kriegerpriester bereits mit Graf Odo gesehen. Gutzelin und Ebel, Krieger und Brüder. Der eine führt die Priester von Paris, der andere die fränkischen Heere. Denn wir sind Gottes Diener, Rächer zur Strafe dessen, der Böses tut. Darum müsst ihr immer zu... Bruder, du redest zu viel! Los, lass uns diese Werkstätte einnehmen. So, das war natürlich richtig geiler Knaller gerade. Du redest zu viel. Wups, ist das Thema vom Tisch. Ein ziemliches Spektakel. Eines Tages werden wir uns den Franken stellen müssen. In der Tat, aber dieser Tag ist nicht heute. Meine Männer sind bereit. Komm, nehmen wir einen Standort für die Katapulte ein. Ich würde meine Krieger nie einen so schändlichen Tod sterben lassen. Ich auch nicht, doch ich bin in vielen Landen schlimmen Anführern begegnet. Du hast recht, Siegfried. Die Franken haben die Bosheit nicht für sich gepachtet. Fast geschafft. Lass uns unauffällig weiterziehen und auf den Dächern bleiben. Siegfried, der Schädelbrecher ist da! Kommt, Männer! Wir nehmen diese Werkstätte ein und machen sie zu unseren! Wir haben alles ausgekundschaftet. Es wird bewacht, aber nicht gut. Und wie ist die Sicht? Genau richtig, damit unsere Katapulte Steine auf diese vermaledeite Stadt schleudern können. Ich hatte dich nicht für einen Dachkletterer gehalten, Siegfried. Ich bin kein Gamswild wie du. Doch mit kleineren Klippen und Mauern komme ich schon zurecht. Oh, die Miezen hier unten. Angriff! Rache oder Tod! Wo müssen wir jetzt hin? Unsere neuen Katapulte sehen sich die Schlacht herbei.
Klang von Ersten, den Alken und Steinen. Mein Köcher ist voll. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Seid ihr alle? Voll in der Feuerhölle hier gefangen. Jetzt stirbst du! Fort mit dir! Zack, hier, komm. Seid ihr denn da oben? Krieg ich auch noch hin, komm. Komm hier. Zeig dich. Wo ist denn das Loch? Nee, so. Gut, das war's. Mal schön drauf. Die Götter haben uns beigestanden. Wohl wahr. So haben wir noch einen Ort, von dem aus unsere Katapulte die Mauern zerstören können. Eivor, kennst du das Schicksal von Vidar Odinson? Der Gott der Rache, der in der Schlacht am Ende aller Tage neben seinem Vater kämpft. Ja, Vidar rächt ihn. Wieder bricht dem großen Wolf mit bloßen Händen das Genick und stößt ihm dann die Klinge in den Bauch. So sagen es die Nornier. An Tagen wie heute laufe ich in den Schuhen des Wieder und räche meinen Bruder. An anderen Tagen ist da nichts. Wir werden diese Mauern über Odo einstürzen lassen und ich werde meinen Bruder rächen. In Ordnung. Wir treffen uns im Lager, wenn alles bereit ist, Siegfried. So, Feuerregen, abgeschlossen. Und Feuer hat es auch so gesehen geregnet. Auf mich, vor allen Dingen, gefühlt. Oh!
dauert nicht lang. Das dauert nicht lang. Das war Kopf da, so. Okay. Ich liebe die Knifte ja, ne? Also die beiden. Das ist so ziemlich die Kombo, wo du alles mit so platt machen kannst, dass du eigentlich keine Probleme mehr hast in dem Game. So, ich werde natürlich die beiden Dinger dann nicht öffnen, weil ich wollte mich jetzt... Ach, mein Köcher ist voll. Erst so. Na, den... Haben wir eine Truhe. Hier haben wir noch einen Schlüssel. Hier haben wir auch noch Sachen kurz. Einen Zahn habe ich gefunden. Ey, ich habe einen Zahn gefunden. Ich weiß zwar nicht, wofür ich den brauche. Aber egal, würde ich sagen. Ach, weißt du was? Wir können auch hier lang gehen, ne? Fällt mir auf. Dann brauche ich mich wenigstens nicht so quälen, hätte ich mal gesagt. Komm, wir machen mal hier einen ganz kleinen Höheflug. Sei meine Augen. Da oben muss ich noch einmal hin, denn da ist noch eine coole Rüstung, wie ich das so sehe. Oh, oh, Nahrung, Nahrung, Nahrung. Nee, doch nicht mehr. Da ist auch noch was. Eine Halskette haben wir. Oh, hier. Das Paladin-Kettenhemd. Dann haben wir hier noch einen Brief. Sicherheit. Im Untergrund, Hauptmann, wir haben den Dieb gefangen, der deinen Schlüssel gestohlen hat. Komm in den Keller, in den Kerker, um ihn zurückzuholen. Du wolltest auch mehr Wachen am Flusseingang postieren. Er ist zu schwach bewacht, um der Dieb wäre fast entkommen. Die Wache der Gardisten. Ja, definitiv war es zu schwach, denn ich habe euch alle vermöbelt und ich habe das schon. So, dann haben wir noch ein Briefchen. Bruder Gauselin. Gauselin, schreibe noch mehr deiner Briefe. Ich wische mir den Allerwertesten damit ab. Ebel. Eieieiei.